So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Stranded Deep. Ich versuche jetzt mal, mir einen Hai zu angeln. Also zu angeln, naja. Ich habe gerade mit ihm gekämpft, habe ein bisschen Schaden abgekriegt. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich mich dessen entledigen kann. Da ist er schon wieder. Komm her. Das gibt es nicht. Der ist verdammt schnell. Und es wird so langsam dunkel. Das eine Mal habe ich... komm doch, Ella Bitch. Das eine Mal hatte ich mich mit ihm angelegt. Das war vor der Insel. Da war aber das Problem... Kann ich den ziehen? Nee. Das Problem, das... Komm jetzt her. Ja, das war ein Treffer. Dass er durch die Insel durchgeschwommen ist und weg war. Das war ja gerade dasselbe Problem, was ich jetzt hatte. Da war er auch auf einmal weg. Aber er ist noch da. Und ich hoffe, ich kriege ihn klein. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Jetzt ist er weg. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Wie schnell soll man denn das Vieh platt machen? Oder? Ja, das gibt's nicht. Ich glaube, jetzt kann ich erstmal schlafen, mich nochmal sammeln und dann versuche ich das am nächsten Morgen noch einmal. So, die ist trinkbar. Grüßt. So, jetzt hacken wir mal die. Bisschen kleiner. So, ich hatte hier Wasser gekocht. Na, ich bin aber jetzt voll. Jetzt habe ich das eigentlich für umsonst gefeuert. Ich hoffe, ich kann den jetzt hier mal richtig hinwerfen, ohne dass er ausläuft. Ja, okay, hat mal wieder geklappt. So, dann will ich jedenfalls jetzt gucken. Am nächsten Morgen, wenn alles soweit wieder heile ist, werde ich mich noch einmal mit diesem Hai anlegen. Muss eine Möglichkeit geben, dass man den irgendwie los wird. So, kann ich schon? Ja, okay. So, wir haben geschlafen. Die Anzeige ist, naja. Ich nehme jetzt hier mal einen Schluck frisches Wasser. Oh, das war nicht gut. Jetzt ist der Eimer halb leer. Kann ich ihn gleich voll machen wieder und da dran hängen. Das ist nicht die Möglichkeit. Da, mir geht das Feuerholz aus. Muss dann noch mal gucken, ob ich irgendwie an die Insel komme. So, jetzt schmeiße ich erstmal das Klebeband rein. Bandage habe ich noch. Ich hoffe, die hält noch eine Weile. Und ich weiß nicht, wäre schön, wenn hier mal was an die Insel geschwemmt werden würde. Dass man, also das wäre wirklich schön, wenn es noch einen nächsten Patch gibt oder so. Das wäre nicht schlecht, dass wenn so Gegenstände wie Motorteile oder sowas mal an die Insel geschwemmt werden würden. So, jetzt muss ich erstmal kurz was essen, glaube ich. Oh, ja, ich müsste was essen. Ich habe aber hier nichts mehr. Das heißt, ich muss kurz tauchen. Mal sehen, vielleicht begegne ich. Warum ist denn das hier alles so dunkel? Ich glaube, ich hätte mal die da, die fremdartige Fische. Der ist gut. Da unten schwimmt schon wieder mal ein Rochen. Und der ist auch gut. Muss man, bei denen habe ich jetzt auch festgestellt, die muss man nicht kochen, die kann man auch roh verzehren. Ah, da ist er. Da ist er. Was sagt die Anzeige? Okay, wir sind voll. Was auch immer ich da, ach so, ein Eimer Wasser habe ich gekocht. So, jetzt gibt es hier mal Haifisch.
Flossensuppe, wenn er denn wieder auftaucht. Ich werde mal gucken, diesen neuen Hai, den es da gibt, diese kleinere Variante, diesen Riffhai. Was ist das? Achso, haben wir da ein Schildkröte? Die schwimmt hier fröhlich vor sich hin. Diesen Riffhai, den es hier gibt. Ich weiß nicht, ob man den auch also töten kann. Ich glaube schon, man kann ja eigentlich alles. Ha, da, komm her. Na, erwischt habe ich dich auf jeden Fall. Muss mal kurz auftauchen. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Da bist du. Tja, deine Rückenflosse verrät dich. Jedes Mal aufs Neue. Ja, wo ist er denn? Ja, toll, jetzt ist er schon wieder weg. Doch, nee, da schwimmt er. Und ich schwimme hinterher. Hoffentlich kriege ich dafür keine Retourkutsche. Jetzt ist er da. Er weicht mir aus. Und ich hoffe, ich trete jetzt hier nirgendwo auf dem Segel, weil das wäre schlecht. Ich kann hier noch mitlaufen. Da kommt er. Verdammt. Ist aber ein zäher Brocken. Komm her, komm. Oh, daneben. Bin irgendwie hier nicht so schnell wie dieses Viech. Komm her. Ich möchte mir nur ein Stück von dir abschneiden. Komm, das gibt es nicht. Das ist ja noch schlimmer wie beim Holzhacken. Ihn einfach nicht. Das gibt's nicht. Ich glaube, jetzt langsam kriege ich einen Handzahm. Das gibt's nicht. Ich glaube, ich habe ihn. Ha! Ich habe einen Hai erlegt. Den nehme ich jetzt erstmal mit. Und ja, damit gibt es dann Hai-Steak. Ich hatte mir ein Video angeguckt von einem anderen Let's Player, der hatte auch schon einen Hai, ich glaube zwei sogar, ja zwei waren das, erlegt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich sehe nichts, du bist zu dick. So, Hector, Pech gehabt. Aber mal gucken. Ah, da gibt es ja schöne Sachen. Nicht schlecht. Mal gucken, ob ich das jetzt braten kann. Der müsste, glaube ich, schon geklonkt haben. Ja, Fresh Whopper. Whopper. Entschuldigung für diesen Ausdruck. So, und jetzt werden wir uns mal hier schön Haistückchen braten. Hat aber nicht viel rausgerückt. Dafür, dass es so ein Riesenbrocken war. Naja. Es wäre auch schön, wenn im nächsten Patch die Sachen hier mal nachwachsen. Dass man nicht immer zu einer anderen Insel fahren muss, sondern hier so sein Basislager hat. Und dann. Hoffentlich bin ich jetzt nicht. Ja, okay. Einmal steht noch. Und dann kann man sich hier neue. Also, dass die Palmen praktisch nachwachsen. Vielleicht muss man die auch mal gießen. Aber ich sehe ja noch nicht mal mehr stumpfe Wurzeln. Hier ist ja alles weg. Oh, noch eine Kartoffel. Eine Kartoffel. Das ist schön, wenn auf dieser Insel Kartoffeln wachsen, hat man immer was zu essen. Ich weiß noch nicht, ob man die. Ins frische Wasser kann man die nicht legen. Also ich weiß ja, dass man die jetzt irgendwie braten kann oder grillen kann oder was auch immer. Junge, das braucht ganz schön lange. Muss man was nachlegen. Ich habe kaum noch Holz. Ich muss bald wieder auf eine weitere Insel. Aber jetzt habe ich erstmal Ruhe vor
entweder Hector, ich weiß nicht, ob er es war, oder sein Kollege. So, jetzt nehme ich das mal dahin. Ich brauche es momentan noch nicht. Nein, brauche ich nicht. Packe ich mal das nächste Stück da dran. Lecker Schmackofatz. Schillerlocke mal anders, oder wie das hieß. Was schwimmt da? Schwimmt da schon wieder ein Hai? Ah ne, das sind lauter kleine Fische. Ich werde mal gucken, vielleicht kann ich ja so einen Riffhai auch erlegen. Ich weiß noch nicht, ob ich hier einen finde. Hier schwimmt da sämtlicher Mist rum. Und ich darf auch nicht so tief. Weil wenn man hier zu tief taucht, dann hat man ein Problem, weil man kriegt halt eine Grippe. Und eine Grippe will ja keiner haben, da. So, mal gucken. Der ist schnell. Der ist schnell. Der ist echt schnell. Aber mit zwei Schlägen mit der Axt ist er platt. Auch nicht schlecht. Dann muss ich das ganze Ding da wieder nach oben ziehen. Also wenn mal jemand was zu essen sucht in diesem Spiel, ne? Haie sind eine nahrhafte Quelle. Ich habe nur den Sound jetzt so leise gestellt, dass ich das Klingeln nicht mehr höre. Ich hoffe, das Ding ist durch. Man kann, glaube ich, nicht. Ach ja, klar. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Da machst du einen Blatt, da kommt der nächste um die Ecke. Wow. So, jetzt hat es geklingelt. Ich habe es doch gehört. Das sind erstmal Reserven an Fleisch für eine ganze Weile. Was mache ich denn jetzt noch? Kann ich erstmal ein bisschen was grillen? Andere Leute machen mal Hallo, ich bin's, aber man spielt nicht mit Tieren. Nein, nein. Ich hatte hier irgendwo noch einen Rochen hingelegt, aber der ist, glaube ich, verschwunden. Also besser so. So, mal gucken, ob man den auch. Ja, man kann ihn auch in lauter kleine Stückchen zerstückeln. Und das ist noch mehr Fleisch. Junge, Junge. Also, der ging mit der Axt mit zwei Schlägen tot. Das heißt, wenn ihr mal nicht zu essen habt, schwimmt einfach ins Meer an so einen Riffhai. Die sind ja immer in der Nähe von diesen Riffen. Macht den mit der Axt. Ich glaube, es geht doch mit einer normalen Axt. Das probiere ich nochmal im nächsten. In der nächsten Folge werde ich das mal probieren, ob das funktioniert. Dass man da vielleicht mit einer normalen Axt auch bloß zwei Schläge bei dem Hai braucht. Wäre schön. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, ich habe etwas Durst. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal das Let's Play. Wir haben gesehen, wie man Haie verschiedenster Arten naja, kalt stellt, haha, platt macht und dann schön Haifisch grillen kann. Also wenn es für dieses Spiel wirklich mal einen Koop-Modus gibt oder irgendwie sowas, ein Multiplayer, dass man hier auf verschiedenen Inseln anfängt und sich dann irgendwo mal trifft, kann man ja so eine richtige Jägergemeinschaft gründen. Und da schwimmt der Rochen. Hallo Rochen. Und kann dann sich da hinten. Das gibt's ja nicht schon wieder so ein Vieh, ey. Naja, kann sich dann jedenfalls gemeinsam auf die Suche nach essbaren, leckeren Njam 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 High Steak machen. Mit dem lege ich mich jetzt aber nicht an. Das ist, ich muss erstmal Heilung. Also wieder mich heilen. Ich bin voll geheilt. Sehr merkwürdig. Ein Verband und schon ist alles wieder weg. Bisschen was gegessen. Was ist das? Stopp mal, da will ich mal ganz kurz nochmal nachgucken. War das etwa. Ach so, das ist dieses Stück vom Boot. Kann man sich ja mal verstecken. In den dunklen Ecken. Ja, so viel zu der Folge. Hi, hi. Warum haben Fische Schuppen? Irgendwo müssen sie ihre Fahrräder hier abstellen. So. Okay,
Okay, ich grill jetzt nochmal so ein bisschen fröhlich vor mich hin, beende diese Folge jetzt an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, abonniert mich. Ich bin etwas leicht müde. Ich glaube, das merkt man auch. Deswegen spreche ich so langsam und bah, ich weiß auch nicht. Es ist ja mittlerweile auch schon, glaube, 1 Uhr morgens oder so, 12 nach 1. Und deswegen, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.